Bevor ich anfange, eine Kleinigkeit. Ich würde gerne mal wissen, wem von euch da draußen der hellblaue VW-Bus auf dem Parkplatz gehört. Ist das deiner? Wem gehört der hellblaue VW-Bus? Muss er einem von euch gehören? Wo ist Micha? Richtet ihn bitte aus, wir müssen ein seelsorgerliches Gespräch führen. Ganz dringend. Also, dass er Gott sei Dank am Auto stehen hat, ist, finde ich, toll. Dass da drüber eine Bayern-München-Fahne hängt, da müssen wir als Berliner natürlich hier ernsthaft mal reden. Ist nur ein Witz. Ihr Lieben, drei Damen unterhalten sich über den Rückgang der Kirchenbesucher. In unserer Gemeinde sitzen manchmal nur 40 Leute zusammen. Das ist gar nichts. Bei mir sind wir manchmal nur 10. Bei uns ist es noch viel schlimmer, erklärt die Dritte. Immer, wenn der Pfarrer sagt, geliebte Gemeinde, werde ich rot. Ich freue mich, dass ich heute mal wieder bei euch sein darf. Oder vielleicht auch, weil Miriam mir immer so schöne, herausfordernde Themen gibt oder die Leitung. Ich freue mich natürlich auch, dass wir mehr als einer heute sind. Ich freue mich über euch, die ihr heute zuguckt. Heute geht es um ein, finde ich, tolles und spannendes Thema, nämlich einander aufbauen. Mirja hat das ja gerade schon gesagt. Und dann habe ich mir den Predigtext dazu angeguckt. Wow. Und es kam mir eine Begebenheit in den Sinn, eigentlich noch bevor ich zu Ende gelesen hatte. Und wer meinen Blog, meine täglichen Andachten von euch liest, der kennt diese Geschichte vielleicht schon. Nämlich, ein Pastor bat um Rat, denn in seiner Gemeinde war etwas geschehen, was ihn überforderte, was seine Entscheidung anging, wie er sich verhalten sollte. Der Lobpreisleiter, hatte über Jahre hinweg seine Gemeinde zu großem Segen geführt. Nun aber hatte der Mann bekannt, dass er seit langem seiner Frau fremdgegangen war. Wow. Und er ist zum Pastor gegangen und hat gesagt, ich bereue das. Ich habe einen Fehler gemacht, einen Riesenfehler, ich kann das nicht wieder gut machen. Ich bekenne das, ich bereue das und bitte hilf mir, ich will um meine Ehe kämpfen. Mir standen die Haare zu Berge, als ich hörte, wie die Gemeinde bzw. der Pastor reagierten, denn was taten sie? Sie setzten den Lobpreisleiter ab. So jemand kann natürlich nicht vorne stehen. Immerhin hat er gesündigt. Und dann konnte er natürlich kein Amt und vor allen Dingen nicht so ein geistliches Amt bekleiden. Ja, natürlich hatte man ihm gesagt, dass man ihn lieb hätte. Und natürlich stellte man ihm in Aussicht, dass wenn alles wieder im Lot wäre, dann könne man ja mal drüber nachdenken, ob er sein Amt denn wiederbekommen könne. Ich war echt sprachlos. Ja, der Mann hatte natürlich schwere Schuld auf sich geladen. Der Mann hatte unendliches Leid über seine Familie und vor allen Dingen über seine Frau gebracht. Da brauchen wir gar nicht zu diskutieren, das ist schrecklich. Der hatte seiner Frau das Herz gebrochen und dieser anderen Frau wahrscheinlich auch. Und das ist natürlich nicht in Ordnung. Gott hat aber diesen Mann dennoch genutzt und zwar in der Zeit, in der er in der Sünde saß, um die Gemeinde zu segnen. Der Lobpreis war inspirierend, der Lobpreisleiter hatte eine großartige Begabung, die Gemeinde an die Hand zu nehmen und an den Thron Gottes zu führen. Und Gott hatte seine Gabe genutzt und benutzt, obwohl dieser Mann sündig lebte. Gott hatte ihn nicht fallen lassen. Obwohl der Leiter die Prinzipien Gottes, was Ehe angeht, mit Füßen getreten hatte, obwohl der Mann Gott bitter enttäuscht hatte. Obwohl er mehr Schein als Sein gelebt hatte. Ja, Gott hat ihn nicht fallen lassen. Gott hat ihn auch nicht bestraft. Gott hat auch seinen Segen nicht von diesem Mann genommen. Er hat es ihn benutzt für die Gemeinde. Nun aber, wo er sein Leben in Ordnung bringen wollte, wo er gesagt hat, ich bereue zutiefst, ich will zurück. Richter von der Gemeinde eins auf den Deckel, wurde er bestraft. Nicht Gott entzog ihm seinen Segen, die Gemeinde entzog ihm seinen Segen. Ich kann natürlich den Frust des Pastors und den Frust der Verantwortlichen absolut verstehen, dass ein Mann, der steht im geistlichen Zentrum der Gemeinde, alle schauen auf ihn und wow, was für ein Mann und der führt die Gemeinde zum Segen und die Gemeinde wächst und Leute machen Veränderungen durch, Gott berührt diese Menschen und dann muss man erkennen, der war gar nicht der, der er war da vorne. Das war alles Lug und Betrug. Da, wo er über Heiligkeit singt, lebt er selber Sünde.
Ich kann verstehen, dass die Menschen enttäuscht waren. Ich kann verstehen, dass die Menschen sauer waren, dass sie platzen wollten und mit Recht. Aber die Frage, die sich mir stellt, ist, was für ein Gottesbild haben diese Menschen eigentlich? Stell dir mal vor, du kommst zu Gott, der zu dir gesagt hat, Gott hat zu dir gesagt, weißt du was, mein Sohn ist aus Liebe für dich am Kreuz gestorben. Vergebung ist möglich und Versöhnung ist möglich. Du kannst zu mir kommen und von vorne anfangen. Und du hörst diese Worte und du gehst zu Gott und bittest ihn um Vergebung und sagst, Gott, ich habe missgebaut, ich brauche Vergebung, ich will Versöhnung. Ich will, dass das Geschenk, was dein Sohn am Kreuz für mich getan hat, ich will, dass das für mich wahr wird. Und Gott würde antworten, wie die Gemeinde antworten. Danke, dass du so ehrlich warst. Ich gebe auch offen zu, wir haben dich schon lieb. Aber jetzt müssen wir dich erstmal bestrafen. Also jetzt muss ich, Gott, dich erstmal bestrafen. Denn das, was du getan hast, das war nicht richtig. Du hast Schuld auf dich geladen und deswegen musst du für die Schuld bezahlen. Und dann musst du erstmal dein Leben in Ordnung bringen. Und wenn das alles in Ordnung ist, dann können wir über Vergebung reden. Das wäre ein merkwürdiges Gottesbild, was wir da hätten, oder? Es wäre auf jeden Fall nicht das Gottesbild, wovon die Bibel redet. Noch einmal, und das ist mir ganz sicher wichtig, Sünde ist Sünde. Und Schuld ist Schuld. Und das darf weder unter den Teppich da gekehrt werden, noch darf es heruntergespielt werden. Es gibt auch Gemeinden, die sagen, mach doch, was du willst. Auch für uns Christen gilt immer noch, was in Römer 6,23 steht, der Lohn der Sünde, gibt's wieder nicht, der Sohn der Sünde ist der Tod. Aber der Vers geht eben noch weiter in Römer 6,23, das unverdiente Geschenk Gottes dagegen ist das ewige Leben durch Christus Jesus, unseren Herrn. Wie kann ich als Mensch Strafe verlangen, wenn Gott Schuld, die ernsthaft bekannt wird, schon lange vergeben hat? Oder umgekehrt, wie kann ich, das ist nämlich genauso wichtig, wie kann ich aber auf der anderen Seite verhindern, dass der Lobpreisleiter zu so einem schlechten Vorbild wird, dass alle Leute sagen, na, wenn der das darf, darf ich das auch. Wow, was für ein Spagat. Was unser Thema heute Morgen lautet, einander aufbauen. Und ich lese den Predigttext nach der Übersetzung Neues Leben. Ein letzter Rat des Apostels. Diese Überschrift finde ich schon mal vergnüglich. Ihr werdet gleich sehen, warum. Liebe Freunde, wir bitten euch, dass ihr denen Respekt entgegenbringt, die für euch vorangehen und leiten. Sie bemühen sich um euch und warnen euch vor dem, was falsch ist. Ihr sollt ihnen ihre Arbeit mit aufrichtiger Liebe danken und haltet Frieden untereinander. Brüder, wir fordern euch auf, den Faulen ins Gewissen zu reden und den Ängstlichen Mut zu machen. Geht behutsam mit den Schwachen um und habt mit allen Geduld. Seht zu, dass niemand Böses mit Bösem vergilt, sondern versucht immer einander und euch allen anderen und auch allen anderen Gutes zu tun. Seid immer fröhlich. Hört nicht auf zu beten. Was immer auch geschieht, seid dankbar, denn das ist Gottes Wille für euch, die ihr Christus Jesus gehört. Unterdrückt den Heiligen Geist nicht. Verachtet das prophetische Reden nicht, sondern prüft alles, was gesagt wird und behaltet das Gute. Meidet das Böse in jeglicher Form. Was für ein Text. Eigentlich bräuchte man für diese 10 Verse eine ganze Predigtreihe nur für sich. Ich werde ein paar wichtige Punkte rausgreifen und sage gleich, dass ich nicht auf alle Aspekte eingehen kann. Wenn ich diese Verse lese, dann kommt es mir so vor, ich weiß nicht, es sind einige meiner Generationen hier. Kennt ihr noch diese alten Quellekataloge? So diese dicken Wälzer, die man dann immer bekommen hat. Und dann saß man zu Hause und hat da durchgeblättert. Und also gab es natürlich auch von anderen Firmen, von Bader und von, wie in dem auch sei. So ein Versandhauskatalog. Und irgendwie ist diese Anweisung von Paulus, ein letzter Rat, ist wie so ein Versandhauskatalog. Man sitzt da und staunt und blättert und blättert und ein Bild ist bunter als das andere. Es ist auch so, dass es ja ein ganzer Katalog von Ratschlägen ist, weswegen Theologen davon reden, dass es ein Tugendkatalog wäre.
Wenn ich es richtig gelesen habe, dann werden alleine ab Vers 14 ganze 13 Ermahnungen aufgezählt. Wir sollen den Faulen ins Gewissen reden, denen ängstlichen Mut machen, behutsam mit den Schwachen sein, Geduld haben, Böses nicht mit Bösem vergelten und so weiter. 13 Ermahnungen. Warum schreibt Paulus solch einen Riesenkatalog als den einen letzten Rat an eine Gemeinde? Weil die Gemeinde ein Ort ist, an dem gestrauchelte, schwache, ängstliche, mutlose, böse, gescheiterte, geschlagene, verletzte und viele, viele mehr Sicherheit und Geborgenheit finden sollen. Und vor allen Dingen auch Hilfestellung. Warum? Um heil zu werden. Wir träumen so oft davon, dass Gemeinde so ein Ort ist, an dem alles gut läuft. An dem ein Lobpreisleiter eben nicht schwach wird. Die Sünde draußen vor der Tür bleibt. Alles hier so harmonisch und liebevoll abläuft. Liebe Geschwister, wir haben uns alle lieb. Wo man so ein Stück einen Vorgeschmack des Himmels bekommt. Das wäre doch eine tolle Gemeinde, oder? Ich komme da hin und denke, ach, so ist später der Himmel. Nur noch besser. Das ist ein schöner Traum. Das ist aber absolut nicht das, wie Jesus Gemeinde sieht. Oder was Jesus denkt, wenn er über Gemeinde redet. Wir würden es auch schon gut finden, wenn die Menschen erst einmal nicht nur sich bekehren, sondern wirklich ein neues Leben anfangen würden und dann in die Gemeinde kommen. Dort dann so richtig kompatibel sind, sich so benehmen, wie man sich eben in Gemeinde benimmt. Immer freundlich sein, immer nett sein. Wenn das Kollektenkörbchen rumgeht, immer spendabel sein. Sich einbringen vor allen Dingen, das ist auch wichtig. Wir brauchen ja Mitarbeiter in allen Gemeinden. Bloß nicht negativ auffallen. Sowas können wir nicht gebrauchen in unserer Gemeinde. Da kommt ein Neuer und der fällt auch noch oder eine Neue. Und die fallen auch noch negativ auf. Nee, das können wir nicht gebrauchen. Hier so wie Matthias, so einen brauchen wir. 4 Monitore gleichzeitig. Nur 2 Hände und 35 Knöpfe. Davon könnte Gott doch ein paar mehr schicken. Aber nicht doch so jemand, der Probleme hat oder Probleme macht. Der vielleicht so, was die Sprache angeht, nicht so gewählt redet, wie ein Pastor immer reden muss. So jemand vielleicht, der noch dazu nicht so gut riecht oder nicht so gut aussieht. Und nee, so jemand wollen wir nicht. Ihr Lieben, das war schon vor 2000 Jahren nicht der Fall. Ansonsten hätte Paulus so einen Brief nicht an die Gemeinde in Thessaloniki geschrieben. Paulus schreibt dieser Gemeinde, bitte befolgt meine Ratschläge. Also gelten die auch für uns als Gemeinde. Bitte haltet euch an den Katalog der Tugenden, dann wird Gemeinde ein Ort sein, wie Jesus ihn sich gedacht hat. Denn Jesus sagt doch selber, die Gesunden brauchen keinen Arzt, wohl aber die Kranken. Das heißt, was erwarten wir denn von Gemeinde? Dass hier lauter Gesunde herkommen? Dann läuft doch wirklich was schief. Stellt euch vor, euch geht es schlecht und ihr geht zum Arzt. Und es sind lauter Gesunde. Da würdet ihr auch denken, hier ist irgendwas verkehrt. Und Gemeinde ist der Ort, an dem sich eben diese Menschen sammeln. Die Gestrauchelten, die Gefallenen, die Sünder, die Bösen und so weiter. Natürlich gibt es diese Wunder, dass Menschen sich bekehren und von einem Tag zum anderen wirklich völlig ausgewechselte Charaktere sind. Ich weiß nicht. Ich habe bis heute zu kämpfen. Das ist leider nicht der Normalzustand. Und wenn wir ehrlich sind, brauchen wir zu Hause auch nur mal in den Spiegel zu gucken. Ja, das tut weh, ich weiß, aber eigentlich brauchen wir nur in den Spiegel zu gucken. Und wenn wir ganz ehrlich zu unserem Spiegelbild sind, dann sehen wir da eine ganze Reihe Dinge, woran sich andere eigentlich stören könnten. Wenn es so wäre, dass Menschen Christen werden und dann ist alles gut, gäbe es in unseren Gemeinden weniger Streit, weniger Machtgelüste, weniger Klüngeleien und auch weniger Verletzungen. Wir werden unseren alten Adam oder eben ihr, eure alte Eva, nicht so einfach los. Und natürlich haben wir Vorstellungen, wie unsere Mitmenschen sein sollten. Wir wollen ja harmonisch zusammenleben. Wir wollen ja zusammen im Glauben wachsen. Oh, das ist immer so ein schöner Satz. Wir wollen ja im Glauben wachsen. Müssen wir uns übrigens auch mal fragen, wenn wir in den Spiegel gucken, wollen wir das wirklich?
Oh, böse Frage. Wir wollen doch Jesus immer ein Stück ähnlicher werden, verkünden wir zumindest. Und auch das ist eine gute Frage. Tun wir das eigentlich? Also, in der Theorie wollen wir das. Dazu kommt, dass wir von Gemeinden träumen, in denen viele Menschen sich mit ihren Gemeinden einbringen und dass der Ort genauso bunt wird wie eben so ein Quellekatalog. Die Musik soll großartig sein, die Moderation mitreißend, die Kreise missionarisch von Strickkurs bis Bibelkreis, mit was es so alles gibt, die Predigt natürlich lebensverändernd. Das ist Gemeinde. Nur, dass man die mit Verletzten und Gestrauchelten und Gescheiterten und so weiter eben sehr schlecht realisieren kann. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass wir einander aufbauen, uns stärken, ja, uns auch gegenseitig zurechtweisen und Fehler benennen. Deswegen müssen wir eben auch geduldig sein und hoffen, dass unsere Geschwister mit uns auch geduldig sind. Deswegen müssen wir eben erfüllt werden mit Liebe und auf andere in der Gemeinde mit Liebe auch zugehen, mit dieser Liebe und auch da hoffen, dass die anderen auf uns auch mit Liebe zugehen. Deshalb dürfen wir nie Böses mit Bösem vergelten, sondern immer einander versuchen, Gutes zu tun. Gemeinde sollte der Ort sein, wo ich mich fallen lassen kann, wo es Menschen gibt, die mir vertrauen und denen ich vertraue, wo ich mich zeigen kann mit all meinen Schwächen und sagen kann, ich bin nicht perfekt, entschuldigt, ich bin es nicht. Ja, du auch nicht, aber jetzt geht es ja gerade um mich. Und du darfst das sehen. Und das gilt für einen Pastor genauso wie für einen Lobpreisleiter oder einen Techniker oder die Seniorin, die vielleicht wenig Kraft hat, noch was zu machen. Und Gemeinde sollte der Ort sein, wo ich meine Verletzungen loswerde und nicht neue Verletzungen bekomme. Wäre das nicht schön, wenn Gemeinde wieder so ein Ort werden würde? Wäre das nicht schön, wenn wir einander wirklich aufbauen würden, helfen würden? Der Weg würde natürlich bei uns anfangen, denn Paulus sagt ja auch, seid immer fröhlich. Oh, okay. Aber hier, hört nie auf zu beten. Was auch immer geschieht, seid dankbar. Sogar für den Bayern München Aufkleber da draußen. Denn das ist Gottes Wille für euch, die ihr Christus Jesus gehört. Nein, das mit dem Bayern München, streicht ihr bitte weg. Unterdrückt den Heiligen Geist nicht, verachtet das prophetische Reden nicht, sondern prüft alles, was gesagt wird und behaltet das Gute. Gemeinde, wie Gott sich sie vorstellt, ist eine Gemeinde, die betet, eine betende Gemeinde. Aber es ist auch eine Gemeinde, die offen ist für den Heiligen Geist. Und da geht es nicht nur um schöne Gefühle, die ich habe, wenn die Lobpreismusik heute so schön ist, sondern die offen ist für den Heiligen Geist, dass Gottes Geist reden kann. In unserem Text wird von prophetischem Reden gesprochen, aber natürlich auch vom Prüfen. Es ist der Geist Gottes, der uns schenken möchte, was wir brauchen. Eben Dinge wie Liebe und Geduld, aber eben auch wie prophetisches Reden und die Prüfung. Und es ist der Geist Gottes, der uns Freude schenkt, auch dann, wenn die Herausforderungen groß werden. Wäre das nicht schön, so eine Gemeinde, in der die alle kommen können, die einen Arzt brauchen, wo alle in Liebe ertragen und akzeptiert werden, wo Menschen sich gegenseitig unterstützen, wo wir wirklich im Glauben wachsen, wo wir wirklich Jesus ähnlicher werden? Wäre das nicht etwas, wenn Gemeinde wieder ein Ort werden würde, wo wir alle die heilende Kraft, die heilende Liebe Gottes erfahren, wo wir aufhören, uns gegenseitig immer in so eine Art Korsett von Regeln und Reglementierungen zu stecken und anfangen würden, uns gegenseitig zu unterstützen, wirklich wahre Freiheit zu finden. Denn wo der Geist weht, sagt die Bibel, da ist Freiheit. Aber es ist nicht einfach nur Freiheit, sondern wo der Geist Gottes weht, ist Freiheit. Wo wir aufhören, einander zu beurteilen und zu verurteilen. Hey, hier, Hut geht gar nicht im Gottesdienst, absetzen. So sind wir doch manchmal. Bitte behalt ihn auf. Dass wir Menschen so leicht beurteilen, wie läuft der rum, wie redet der, wie
ist der und der hat schon wieder mal einen Fehler gemacht und der parkt schief und der hat schief gesungen und die Folie war einen kleinen Moment zu spät. Und so sind wir doch anscheinend irgendwie gestrickt. Wäre es nicht gut, wenn Gemeinde ein Ort wäre, wo wir aufhören, einander zu beurteilen und verurteilen, sondern wo wir einander helfen würden, indem wir vergeben und Vergebung empfangen? Wäre es nicht genial, wenn Gemeinde ein Ort wäre, an dem wir uns weiterentwickeln, an dem wir Jesus wirklich ähnlicher werden? Wisst ihr, ich habe es jetzt da hinten, ich habe so eine Karte für ein Fitnessstudio in meiner Tasche. So kommt mir manchmal Gemeinde so ein bisschen vor. Ich bin nicht sportlicher, nur weil ich eine Fitnesskarte da in meiner Tasche habe. Ich müsste hingehen. Und ich müsste anfangen, Gewichte zu stemmen und vielleicht zu joggen. Und dann würde ich vielleicht verändert herkommen. Und so sollte doch Gemeinde sein. Ein geistliches Fitnessstudio, wo wir uns gegenseitig ermutigen. Zu zweit ins Fitnessstudio gehen ist nämlich viel besser als alleine. Wo der eine sagt, komm, du schaffst noch einen. Komm noch einen und ich halte auch fest. Und nächste Woche treffen wir uns wieder. Wäre das nicht schön, wenn das Gemeinde wieder werden würden? Die Chancen stehen leider schlecht, nicht gut. Warum? Weil der Weg noch steiniger und schwerer ist als der Weg ins Fitnessstudio. Immer wieder müssten wir es ertragen, dass wenn ich nutze dich jetzt nochmal, ich weiß, darfst mich nachher hauen, wenn ich mit dem Finger auf jemanden zeige, dass drei Finger auf mich gezeigt sind. Das müssten wir ertragen. Immer wieder müssten wir anfangen, uns selbst zu hinterfragen, nicht den anderen hinterfragen, uns selbst hinterfragen. Und wir müssten aufhören, andere zu verurteilen, zu beurteilen. Warum sollten wir das eigentlich heute besser machen als die Leute damals in Thessaloniki? Ich meine, wenn die Leute das vor 2000 Jahren nicht geschafft haben, in einer Zeit, in denen der Glaube den Menschen so wichtig war, dass sie ihr Leben dafür aufs Spiel gesetzt haben, wo es damals noch Leute gab, die Jesus leibhaftig erlebt haben, warum sollten wir das 2000 Jahre später eigentlich besser machen? Aber ein Traum wäre das doch, oder? Es geht Gott nicht darum, dass wir krampfhaft versuchen, Regeln zu halten und dadurch ein besseres Leben zu leben oder gar die Gunst bei Gott zu gewinnen. Es geht Gott darum, dass wir, jetzt hört genau zu, dass wir wiederhergestellt werden. Dass wir uns zu dem entwickeln, wie Gott sich uns Menschen mal gedacht hat. Als Gegenüber. Als einer, den er angeguckt hat und gesagt hat, nicht nur du bist gut, du bist sehr gut. Dass wir uns zu dem entwickeln, wie der Mensch war vor dem Sündenfall. Es geht darum, dass Gott wirklich Heilung schenken möchte und wirkliche Veränderung. Veränderung, die immer und immer wieder fortschreitet, sodass wir immer und immer mehr Altes und Schlechtes hinter uns lassen können und eben ein gottgefälligeres, heiligeres, friedvolleres, liebevolleres, geistlicheres Leben leben können. Nicht aus Zwang heraus, sondern weil unser Herz verändert ist. Noch einmal, es geht nicht darum, dass wir uns anstrengen und anstrengen und anstrengen müssen, sondern es geht darum, dass unser Herz verändert wird. Weil wir quasi aus der gefallenen Schöpfung abgesondert werden, als neue Schöpfung, als neue Kreatur. Oder wie Jesus das selber einmal gesagt hat, sie, und damit sind die Jünger gemeint, sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ja, dazu bräuchte es starke Wurzeln, glaubensstarke Männer und Frauen, die ein festes Fundament haben, die fest auf diesem Fundament Glauben stehen, auf Jesus stehen. Dafür braucht es eine Offenheit für den Geist Gottes, dass der leiten darf, dass der was sagen darf, dass der sprechen darf. Und dass wir offen dafür sind und hören. Es bräuchte Männer und Frauen, die sich berufen lassen von Gott für die verschiedenen Aufgaben in der Gemeinde, die sich ausrüsten lassen, so wie Mirja das in der Lesung vorgelesen hat. Und wer das nachher vielleicht nicht mehr schafft zu lesen, im 1. Korinther 12 steht das, der Leib, der aus so vielen verschiedenen Gliedern besteht,
Es bräuchte Männer und Frauen, die sich berufen lassen für diesen Dienst, für andere. Es bräuchte aber eben auch Menschen, die zuerst den Balken in ihrem eigenen Auge sehen und nicht immer den Stachel im Auge des Nächsten. Und die bereit sind, anderen bei der Veränderung zu helfen und sich selbst verändern lassen. Es geht Gott um Wiederherstellung, nicht um Zwang und Strafe. Es geht um Heilung und nicht darum, Dinge zu unterdrücken. Es geht Gott um Beziehung und nicht um ein militärisches Regiment. Es geht Gott darum, dass wir bessere Menschen werden und aus unserem Herzen heraus ein anderes Leben leben können. Ein Leben, das erfüllt ist, weil es eben auf ihn ausgerichtet ist. Ein Leben, das immer mehr ohne Sünde auskommt, weil das Herz immer mehr ein neues wird. Gibt es Hoffnung? Wenn wir den Ruf gehört haben, dann ja. Wenn wir unser Herz berühren lassen von solchen Worten wie dem Brief an die Thessalonicher, dann ja, dann bestimmt. Wenn wir sagen, ich bin bereit, dann auf jeden Fall. Aber sind wir bereit? Der althergebrachte Weg ist doch viel einfacher. Die Entscheidung liegt bei uns. Wollen wir Gemeinde sein, wie sie schon immer war, oder naja, wie man sie halt oft lebt? Oder wollen wir Gemeinde sein, wo wir einander aufbauen auf unserem Weg zum Heil? Wie entscheidest du dich heute Morgen? Amen.